Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Baojack spielt Dark Souls! Ja! Haha, wir sind in Anor Londo wieder zurück angekommen quasi. Und ja, wollen jetzt uns auf den Weg machen, Anor Londo tatsächlich so zu besiegen, wie es denn eigentlich üblich wäre. Jo, wir haben uns noch ein wenig ein Level abgekönnt. Ein bisschen Dexterity noch. Genau, ein bisschen Punkt. Was in Beweglichkeit gehauen, damit wir unser Katana noch ein bisschen besser führen können. Hier. Wenn ihr gucken wollt, da. Ein Punkt. So. Ah. Wo ist die Aufzugsmusik? Ah. Ja, sowas fehlt wirklich in Dark Souls. So ein lustiger Bade, der die ganze Zeit nur klimpert. Ja. So an jedem Aufzug einfach sitzt und... Ja. Das müssen wir FromSoft einfach mal vorschlagen. Vielleicht. Genau. Also FromSoft, was euch noch in euren Dark Souls Spielen fehlt, ist peinliche, lustige Fahrstuhlmusik. Genau. Hoffentlich benennen sie dann den Baden auch nach uns. Ja, genau. Ach, das war wirklich mal richtig geil, in einem Spiel namentlich aufzutauchen als irgendeine Figur oder sowas. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein... Oder ich sag mal, das ist so ein bisschen mein Traum auch. Irgendwo mal in einem Spiel aufzutauchen, irgendwie als Händler oder so. Oh, der lustige Händler, Haro. So, ne? Hm. Im letzten geht es, glaube ich, in... also, relativ... Ja, wobei relativ einfach ist es immer schwer. Ja. Aber da musst du schon ordentlich... Es ist teuer, ne? Ich weiß nicht, ob teuer, aber bei WoW ist es ja zum Beispiel so, okay. Dass wenn du irgendwas Krasses mit der Community oder also den irgendwas Krasses machst, dann wirst du ja da auch verewigt wie Jenkins oder der gute Red Shirt Guy. Ach so, okay. Ach ja, stimmt, Jenkins, ja klar, okay, den kennt man auf jeden Fall. Ja, sowas könnte man eventuell machen, wenn du halt wirklich viral gehst mit sowas oder halt, was ich gerade nicht gedacht habe, ist bei Shovel Knight ist zum Beispiel so, da gibt's ein paar Leute, die halt donated haben, also die was gespendet haben, einen hohen Betrag. Und die wurden dann quasi als Figur verwurstet, als irgendein Endboss oder so. Und das war natürlich ganz geil, denn vor allem die gibt's ja noch ganz viele andere Leute, die das Shovel Knight quasi mitfinanziert haben. Und da gibt es irgendwie die Halle der Helden oder sowas, in die du da rein kannst im Spiel. Und da hängen halt die ganzen Porträts von den Helden, also den Leuten, die da donated haben. Und nur halt die Leute, die halt zum Endboss bewusstet wurden, der Charakter im Spiel will dann auch in diese Halle der Helden dazugehören. Und sagt dann sowas von wegen, oh, jetzt haben die mich schon wieder nicht aufgerufen und jetzt darf ich auch nicht mehr rein, jetzt bin ich so wütend, ich hau den Superhelden, so ungefähr. Und das ist halt schon echt ganz witzig gemacht eigentlich. Ich glaube, es sind, ich glaube, die YouTuber heißen Super Best Friends oder sowas. Super Best Friends Play. Das sind auch so zwei Leute, die die halt einen Let's Play-Channel haben. Und die in Amerika relativ erfolgreich sind. Bei, stimmt, bei Prisoner Tech, da konntest du ja dann einen Charakter machen, wenn du da in der Crowdfunding mitgemacht hast. Mhm. Genau sowas in der Art ist das auch. Dann warst du dann da, konntest du dir einen eigenen Gefangenen dann basteln und dann wurdest du... Ach so, ja. Und du kannst dementsprechend auch dir überlegen, wie so eine kleine Biografie, was hast du verbrochen, weshalb bist du hinter Gittern. Und wenn du Lust hattest, dann in deinem selbstgebauten Gefängnis dann auch wirklich zu sein, dann konntest du auch sagen, ja, hier, den Typen möchte ich gerne bei mir haben. Sehr cool. Das ist sehr cool auf jeden Fall. Also ich liebe immer sowas, wenn da so Leute ich muss mal kurz aufstoßen. Dass wenn halt immer Leute quasi in Spielen wahrgenommen werden. Aber ich glaube, der erste, der das gemacht hat, war, glaube ich, bei Metroid. Oh. Da gab es, glaube ich, ein... Ich habe leider den Namen vergessen, aber der Typ hat einen Wettbewerb irgendwie in vom Super Nintendo Club oder sowas gewonnen. Und jetzt gibt's ein Cheat oder quasi so einen Geheimraum, in den du reingehen kannst. Da ist eine Plakette mit, mein Name ist so und so. Und hier ist mein geheimer Raum, aber behalte es für dich, so ungefähr. Und der ist halt als Gag... In jeder Version von Metroid quasi mit drin. Okay. Und das ist eigentlich schon ganz witzig. Oder Zelda, ich weiß gar nicht mehr, ob Zelda oder Metroid war. Oder ob es in beiden unterschiedliche Varianten davon gab. Auf jeden Fall hat man damals schon Fans in Spiele mit einbezogen. Das finde ich eigentlich mal ganz cool. Und mein Wunsch wäre, dass ich irgendwann mal sagen kann, hey, spiel mal Güffel Simulator 2018. Damit komme ich irgendwo als Charakter drin vor. Ha. Nice. Die Treppe ist mein Verbündeter. Ja. Ich frage mich nur gerade, das sind ja offensichtlich Riesen.
Ob es dieselbe Art von Riesen sind, die man auch in Dark Souls 2 hat? Weißt du? Du hast ja auch the Last Giant und so weiter. Oder ob das nochmal quasi eine andere Version sind. Wobei, das sind, die kommen ja näher an diese Ritter in der Burg da. In dieser Wasserburg, die zweite Stage, die du da, wo du da durchlatscht. Ach so, ja. Ja, aber sind das nicht mit auch Riesen? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das müssten ja irgendwie aber auch einfach große Leute. Gegner, ne? Ja. Aber der will nicht so auf die Tappe. Weil, also die Riesen aus Dark Souls 2, um die es da hauptsächlich geht, die sind ja dadurch charakterisiert oder die haben ja als visuelles Merkmal, dass sie halt so ein Loch im Kopf quasi haben. Weißt du, was ich meine? So dieses typische... hast du gerade Blutungsschaden gemacht. Sehr nice. Dass sie halt so ein Loch im Kopf haben. Das können sie jetzt natürlich da nur ganz schlecht sehen, weil sie halt diesen Helm aufhaben. Aber ich glaube sogar, man kann später einen Charakter, der auch in Anor-Londo ist, ich glaube, da sieht man das sogar, dass der auch dieses Loch im Kopf hat. Ach Mist. Die sind aber auch echt scheiße zu besiegen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Stelle an sich ist auch einer meiner Hassstellen überhaupt, weil die... Eigentlich ist es später auch, gerade wenn du an einer späteren Stelle stirbst, musst du hier einfach auch nur dran vorbeigehen. Oder ich renne da auch ganz oft einfach dran vorbei, weil die sind mir einfach zu stressig zu besiegen. Und du hast halt gerade mit zwei von denen echt Probleme genug. Na los! Oh, das war knapp. Wenn er dich mit dem Schild getroffen hätte, wärst du einfach tot gewesen. Okay, dann musst du da jetzt rechts genau durch die Tür. Nein, rechts. Die Tür kann ich nicht aufmachen. Die kannst du nicht aufmachen, die musst du von der anderen Seite aufmachen. Hallo. Aber der Typ kann dich, glaube ich, angreifen jetzt durch die... Obwohl, macht er nicht, okay. Tschüss. Die machen wir auch später auf, die Tür. Okay. Ist auch eigentlich eine ganz nette Idee, dass du vor so einer riesen Tor stehst und dann steht da oben. Ja klar, mach das ruhig. Und auch sehr angenehm, dass wir jetzt wieder 10 Essensflakons haben, weil wir an einem Bonfire quasi gerastet haben, wo eine Firekeeperin war. Und dann dementsprechend man da ein bisschen mehr Platz hat. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo der Raum hinführt eigentlich. Auf jeden Fall kannst du da nicht durch. Ja. Aber irgendwie wird das wahrscheinlich auch Sinn ergeben. Irgendwo innerhalb des Schlosses werden wir wahrscheinlich auf eine große Tür treffen, die dann einfach nicht passierbar sind. Passierbar ist. Aber kommt es mir nur so doof vor oder waren wir hier sogar schon mal? Ja, wir waren schon mal. Du hast, bevor wir, glaube ich... Stimmt, bevor wir in die Painted World of Ariamas gegangen sind. Genau. Stimmt, da sind wir nämlich an einer späteren Stelle immer gestorben, wo die scheiß Bogenschützen waren. Genau. Genau, und weil die Aufnahme schon länger entfernt liegt, ist mir dann irgendwann aufgefallen, wir haben ja die Painted World of Ariamas gar nicht gemacht. Und dann sind wir jetzt zurückgegangen, hatten quasi 5 Folgen lang Spaß im Anfangsgebiet und in Ariamas wieder. Das ist schon krass. Und sind jetzt erst wieder hier. Die Viecher sehen auch echt eklig aus, ey. Verdammt, die machen ja auch noch... Die machen noch ein bisschen Blitzschaden. Na, los! Aber wie dumm die auch laufen, ey. Jetzt mal ganz im Ernst, das kann auch nicht sein. Ach ja. Oh, das gibt's doch nicht. So nervig, ey, wirklich. Aber von den Essensflakons hast du gar nicht so viele verwendet bisher. Ja, weil ich dann... Ja. Du hast ja immer die Heilzauber dann verwendet. Aber uns fehlt es echt ein bisschen an Reichweite. Aber sehr gut. Immerhin ist der Kollege jetzt erstmal besiegt. Einmal durchheilen. Besser ist das. Und weiter geht's. Besser ist das. Genau, auf jeden Fall. So, und... den nächsten unlocken. Genau. Die Throwing Knives, die kann man hier wirklich ganz cool verwenden für unlocken. Leider machen die nicht so viel Schaden wie in Dark Souls 2. Da sind nämlich wirklich gerade am Anfang echt über. Ah, verdammt. Ach, der macht jetzt hier einen Fernkampfgedöns, ne? Ach nee, doch nicht. Er kommt jetzt doch an. Wumms. Aber die haben auch eine kleine Drop-Chance quasi, diese Speere, die du hast. Hier. Dann auch zu droppen. Wow. Viel Spaß. Ach, dämliche.
Aber die scheinen auch keine Haut zu haben irgendwie. Die sehen sehr fleischig aus, wenn man sich die mal so ein bisschen genauer anguckt. Oh, sehr gut. Da rutschen die dann doch nochmal zurück. Die sind aber auch dann sofort wieder am... Ja, die sind super nervig zu. Du hast ein sehr, sehr kleines Fenster, die Orb zu treffen. Komm schon. Und noch zweimal. Was? Sehr gut. Einmal nochmal auf die Heiltränke umswitchen, würde ich sagen. Oh. Ja. Ja, der Heilzauber kann ja wirklich ganz schön krass helfen. Vor allen Dingen, ich habe letztens, ich weiß gar nicht mal, wo das war. Ich glaube, das war bei Inside PlayStation. Die haben ja jetzt auch wieder den Livestream quasi eröffnet. Von PlayStation eigenes Magazin auf YouTube und auf Twitch. Und läuft auch jetzt auch auf Rocket Beans jeden Freitag oder so, alle zwei Wochen. Und die haben halt letztens auch darüber geredet von wegen mit dem guten Bruger, den man ja auch durchaus kennt. Oder? Bruger kennt man doch, oder? Ja. Auch großer Let's Player in Deutschland. Von wegen, also wie schwierig ihn. Dark Souls eigentlich... Oh, shit. Wow, da hat's ja wirklich Glück gehabt, ey. Ich hatte gar nicht mehr gecheckt, dass ich die Dinge jetzt ausgewählt habe. Ja. Und die haben halt so ein bisschen darüber geredet, wie schwer... Tschüss! Nice, du hast ihn getötet und gleichzeitig runtergehauen. Okay. Die haben so ein bisschen darüber geredet, von wegen, wie schwer Dark Souls eigentlich ist. Und dass du eigentlich den Schwierigkeitsgrad ja auch selber quasi machen kannst, weil wenn wir jetzt natürlich ganz knallhart sind, du musst da rechts runter. Ja, da. Ich wollte nur mal die schöne Architektur hier. Ach so, okay. Und das ist zum Beispiel die Heilzauber, die wir halt gemacht haben. Eigentlich ist das so eine Art und Weise, wo wir halt gesagt haben, okay, also unbewusst natürlich. Okay, das macht das Spiel für uns ein bisschen angenehmer, einfacher und dementsprechend haben wir uns halt quasi für entschieden, unseren Charakter so zu machen. Sogar zwei. Während andere, die jetzt natürlich ein bisschen knallhärter drauf sein könnten oder sollten oder wie auch immer, die können natürlich sagen, okay, fuck it, ich will sogar kein Schild haben oder so. Und das ist tatsächlich eine ganz interessante Ansehensweise, dass eigentlich Dark Souls gar nicht so schwer ist, sondern dass sich jeder, ja das sieht sehr schön aus, jeder sein eigenes Erlebnis quasi da macht. Das ist wirklich ein Nerv. Alter Schwede. Okay. Vorsicht, nicht einmal. Nein, nein, nein! Oh, shit, ey. Hier. Oh, Mann, spiel du lieber. Ja. Rege du dich lieber der Tour auf. Alter, auf die Stelle wirklich. Also, so oft wie man da durch muss, ist das wirklich ganz schöne Zumutung, ey. Naja, egal, kann man nichts machen. Ich hoffe, dass danach irgendwo ein Bonfire ist. Ja, aber du erinnerst dich ja noch an die zwei Bogenschützen, oder? Ja, die sind. Oh. Die kommen ja dann auch noch. Ich nehme auch einfach mal... Wollen wir hier vielleicht, bevor wir das zum 20. Mal den Leuten zeigen, einfach mal ein bisschen hier gatten und dann einfach mal hier... Ich will noch... Wir können ja meinen Versuch jetzt noch zeigen. Ja. Auch wenn wir dann ein bisschen überziehen müssen, aber das ist ja kein Problem. Und danach würde ich sagen, starten wir einfach die nächste Episode, wenn wir es geschafft haben. Weil das könnte tatsächlich ein bisschen dauern. Und dementsprechend, aber einmal will ich es auf jeden Fall auch noch versuchen. Weil die Stelle an sich, also gerade auch später die mit dem Bogenschützen, die ist halt wirklich, alter Schwede, ist die nervig. Also Anor Londo, da haben die Dark Souls Leute sich wirklich nochmal keine Fans mitgemacht. So nach dem Motto, viele Leute sind dann auch in Anor Londo und gerade auch wenn man den Endboss dann später nochmal sieht, sind die quasi auch schon da einfach ausgestiegen und haben gesagt, okay, war eine nette Zeit mit den Dark Souls, aber jetzt höre ich auch auf. Und ich muss zugeben, das war auch einer der Phasen bei meinem ersten Durchlauf, wo ich gedacht habe, okay, jetzt mache ich erstmal Pause, weil das einfach zu viel ist gerade. Dann fängt man nochmal einen neuen Charakter an. Genau, dann fängt man nochmal einen neuen Charakter an und macht nur die alten schönen Gebiete, wo man sagt, okay, da kenne ich mich super aus. Da macht es auch noch Spaß. Aber natürlich muss man sich irgendwann dem stellen, wo wir auch jetzt durch müssen. Und es ist auch eigentlich, wenn man es dann mal geschafft hat, der Rest geht eigentlich auch noch. Das Einzige, was mich so ein bisschen wundert, ist, dass wir auch hier in der Version nicht wirklich online sind, weil Steam hat so ein bisschen das Problem mit dem Dark Souls irgendwie online zu gehen, oder zumindest habe ich das Problem. Und ich habe da irgendwie mal versucht, die Ports oder sowas zu öffnen oder keine Ahnung, was man da machen kann beim Router, damit man irgendwie den Online-Modus ein bisschen verbessert hat oder sonst irgendwas gemacht hat. Wie kommen die hinterher? Ja. Aber ich glaube nur einer. Ich hoffe jetzt einfach mal nur einer, genau, der andere steht da wieder. Und da müsste ich mal zu Hause nochmal gucken, dass ich da auch online komme, weil manchmal klappt's und manchmal nicht. Und gerade die Stelle, oder gerade auch der Boss, lebt sehr krass davon,
dass man den halt mit mehreren Leuten quasi... Ja, aber wir sind ja auch nicht menschlich, oder? Stimmt, aber trotzdem würden wir ja die Mitteilungen zum Beispiel unten mitbekommen. Weißt du? Also diese roten Nachrichten, die liegen, so, ja, müssen ja normalerweise überall herumliegen. Und die haben wir jetzt auch noch nicht drin gehabt, so wirklich. Deswegen ist das schon ein bisschen komisch, dass das irgendwie bei uns nicht so ganz klappt. Ich habe auch mal in die Steam-Community, habe ich ja schon mal reingeschrieben, so von wegen, ey, woran kann das liegen? Schreibt mir mal, was ich machen kann. Und da habe ich irgendwelche Hinweise bekommen von wegen, ey, arbeite mal an den Ports oder so. Tschüss. Aber ich habe das irgendwie nicht so ganz gerafft. Also müssen wir uns irgendwann mal, wenn wir mal Zeit und Lust haben, uns mal daran setzen. Stimmt, ich wusste, irgendwie konnte man die Scheißviecher auch... Ja, ja, das ist so ein echt cheesy Trick, den sollte man auch eigentlich nicht machen. Aber mein Gott, fuck it. So oft, wie man hier durch muss. Ja, das schon. Aua. Komm, mach deinen Move. Tschüss. Ach komm, du bist doch schon 9/10 über dem Boden. Mit, ja, dem bodenlosen Boden. Der Kinn gerade so noch. Ja, wirklich. Mit seinem viel zu großen Kinn hängt er dann noch an dem Stein an der Ecke. Okay. Oh, das ist aber wirklich auch gerade nicht wenig Seelen, die wir da haben. Okay. 5000 plus und wir hätten noch ein Level Up. Ach stimmt, wir sind auch schon so weit, dass wir schon so viele Seelen brauchen, um Level Up zu haben. Ja, ja. Das ist krass. Ich vergesse das irgendwie immer wieder. So, was ich jetzt eigentlich versuche abzuwarten, ist erstmal abzuwarten, bis einer runterspringt, weil einer springt eigentlich immer runter. Das sieht so albern aus. Ganz im Ernst, ey. Flatter. Wirklich. Also ich meine, die sehen auch vom Design her sehen die auch wirklich schlimm aus, aber... Stell ich mal da ein bisschen... Wow, und da kam auch schon der erste Pfeil von den Typen da hinten. Die wir von hier aus noch gar nicht sehen, aber sobald wir auf die Treppe gehen... Oder stell ich mal weiter links hin vielleicht, weil dann... Ach so, links. Rechts, ja, meine ich. Ach so. Entschuldigung. Kein Problem. Vielleicht geht dann der eine und dann irgendwas... Na gut, hinwerfen können wir nicht. Hinschießen. Wir könnten gleich mal einen Bogen versuchen auszurüsten. Aber okay, ich trinke mal einen Schluck und gehe mal volle Pilotte einfach rein. Na, da siehst du. Ja. Schon einer down. Okay, durch das Rennen jetzt habe ich natürlich viel Ausdauer verloren. Das ist ein bisschen blöd. Na komm. Tu mir den Gefallen. Komm schon. Baby, du willst es doch auch. Och, jetzt komm. Okay, jetzt aber. Tschüss. Oh. Okay. Wir ruhen uns nochmal eine Sekunde aus und versuchen jetzt den Run to the Hill, beziehungsweise Run da oben hin. Wäre übrigens sehr viel... Hä? Warum zum Teufel, was war gerade mit dem Rennen los? Deswegen hat die B-Taste gerade gesponnen hier auf unserem Controller, aber egal. Och, komm. Ja, genau. Alter. Sehr gut. Weil ich muss auch wirklich aufpassen, nicht, dass sie einen schon hier unten direkt festnageln. Weil die schießen auch in der Frequenz. Guck dir das oben mal an, ey. Piu. Piu. Als ob die einfach nichts Besseres zu tun haben, den ganzen Tag, ey. Ja. Das ist wirklich echt eine Assis-Stelle hier. Auch die Pfeile verfolgen einen ganz grob so ein bisschen. Das ist wirklich heftig. Wenn du halt ein bisschen sich vorwärts bewegst, dann schießen die halt auch schon los. Okay. Egal, ja, ob du links oder rechts, beide Seiten hast du... Also wir müssen auf jeden Fall rechts an dem Typen vorbei, um, ja, um weiterzumachen quasi. Links ist quasi wirklich nur eine Sackgasse. Deswegen gucke ich auch gerade mal hier hin. Ich will mal eine kleinere Waffe verwenden. Weil wir da oben den eventuell... Abort-Sort. Nee, ich nehme tatsächlich das Uchi-Katana. So, okay. Nee, weil das hätten wir noch mit 5 plus gehabt. Ja. Aber dann nehmen wir halt das Uchi-Katana. Auch gut. Und hier sind noch nicht mal diese Geländer. Mhm, genau. Das macht die Stelle halt eben auch so assi hier. Oh. Der von hinten... Oh, und können die... Wieso kann er denn nicht mal runterfallen? Mhm. Jetzt, oh, los! Oh. Oh, verdammt. Sobald er dich von hinten trifft, ist es echt scheiße. Oh. Ich hätte ihn vor allen Dingen fast gehabt. Das ist das, was mich immer so abfuckt.
Man hätte ihn dann fast so weit, dass er runterfällt und dann erwischt einem doch noch der falsche Mensch. Also, aber fuck it, wir hören jetzt hier auf und wir sehen uns beim nächsten Mal auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite der Welt. Alles da, wo klar. Das Gras grüner ist. Da, wo diese Scheißszene auf jeden Fall vorbei ist. Haut rein, ciao. Ciao.